Ich melde mich heute ganz schnell noch mal kurz von meinem Balkon und schmeiß noch mal abends ein Video rein, um euch 4 Neuigkeiten zu erzählen, die halt jetzt nicht wirklich warten können. Warum? Erstens, wir haben seit heute einen autonom fahrenden Bus in Berlin-Reinickendorf, der im öffentlichen Straßenverkehr fährt. Zweitens, wir danken allen Zuschauern und allen Abonnenten für 2000 Abos. Und drittens, wir werden wahrscheinlich einen Livestream machen von unserer e-mobilen Sternfahrt nach Wittenberg morgen am 17.8. Und viertens, neue Ladetarife bei BE-Mobil, das heißt an allen Ladesäulen des Berliner Modells. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das bereits. So, na fangen wir mal mit dem ersten an. Ich blende mal ein paar Bilder ein. Wir haben seit heute, dem 16.8., einen autonom fahrenden Kleinbus in Berlin-Reinickendorf. Der fährt bis zu 15 Stundenkilometer, kann 6 Fahrgäste mitnehmen. Einige konnten ihn sicherlich auf diversen Veranstaltungen der BEVG schon mal testen, aber seit heute fährt er richtig im öffentlichen Straßenverkehr. Ganz vollautonom ist es noch nicht, also der fährt die Strecke autonom ab und er bremst auch automatisch, wenn ihn irgendein Hindernis vor die Flinte rennt. Aber parkende Autos in zweiter Reihe kann er noch nicht, wie soll ich sagen, also er kann sie erkennen, er kann auch anhalten, aber er kann noch nicht selber entscheiden, wie er jetzt da am besten drumherum manövriert. Dafür ist immer noch eine Begleitperson in dem Fahrzeug, die das dann manuell übernimmt, genauso wie an der einen Ecke gilt rechts vor links und das kann er auch noch nicht so wirklich einschätzen, respektive kann er nicht so wirklich in die Straße hineinschauen. Das macht die Begleitperson und übernimmt dann manuell. Ich blende hier die ganze Zeit ein paar Bilder ein, damit ihr mal so ein bisschen einen kleinen Eindruck davon bekommt, denn ich habe vor Ort natürlich gefilmt, es war aber immer schwierig, da ein sehr großer Andrang dort war und viele Leute natürlich nicht gefilmt werden wollten. So, aber ich wollte auf jeden Fall darüber mal berichten und ich verlinke auch die Seite www.see-meile.com, denn das ist die extra Webseite von den Initiatoren eingerichtet. Dieser autonome Bus ist eine Kooperation aus ganz, ganz vielen verschiedenen Firmen, unter anderem der EMO, dem Bezirksamt Reinickendorf, der BVG und so weiter und so fort. Da findet ihr noch nähere Informationen. Dieses Pilotprojekt soll voraussichtlich bis Ende 2019 laufen und so lange könnt ihr noch kostenlos mit diesem Bus fahren. Jetzt in der ersten Woche wird sicherlich der Andrang riesengroß sein, also versucht es vielleicht in 2 Wochen oder so. Wenn ihr rein zufällig in Berlin seid, probiert es einfach mal aus. Die Begleiter sind auch wirklich nett und geben sich echt Mühe. Man sollte dazu sagen, die Betriebszeiten blende ich hier auch mal ein. Da seht ihr dann, wann der Bus alles fährt. Die stehen aber auch nochmal auf der Webseite. Und es wäre zu erwähnen, also die Strecke ist effektiv 600 Meter lang. Das dauert ungefähr 10 Minuten eine Tour. So, Punkt Nummer 2. Ja, Punkt Nummer 2. Mann, oh Mann, Leute. 2000 Abonnenten. Wow. Wir sind, ich sag stellvertretend für alle der IGEMBB, vielen, vielen herzlichen Dank, denn wir haben uns gefreut über 1000 Abonnenten und haben es eigentlich noch gar nicht so richtig verarbeitet und haben weiterhin unsere Videos gemacht und plötzlich nicht mal 3 Wochen später sehen wir 2000 Abonnenten. So schnell konnten wir gar kein Dankesvideo produzieren. Es ist wirklich unfassbar. Und natürlich ist es wunderbar, Abonnenten zu haben und ganz viele Leute zu erreichen. Wir hoffen natürlich, dass immer mehr Leute noch abonnieren, denn die Abos helfen uns auch weiter. Die Abos helfen uns insofern weiter, dass wir
andere Interviewpartner vor die Linse bekommen, dass wir einfach von Firmen, von Behörden anders wahrgenommen werden. Denn das ist unsere Mission. Wir wollen die Elektromobilität nach vorne bringen. Wir wollen gerne über alles berichten, was rund um die Elektromobilität auch mit dazugehört. Und je mehr Abonnenten, je größer unsere Community ist, desto mehr nehmen die Leute uns einfach wahr, ernst, wie auch immer. Und dabei helft ihr uns. Und dafür wollen wir euch danken. Vielen, vielen Dank. Ja, Punkt Nummer 3, Livestream und Glimps zur e-mobilen Sternfahrt. Wir hatten jetzt ja angekündigt in einem Video hier, ich verlinke es mal da, dass wir am 17.8., also von mir aus jetzt morgen, eine e-mobile Sternfahrt nach Lutherstadt-Wittenberg unternehmen und wir wollten, dass eine Vierländer-Sternfahrt draus wird. Das heißt also, dass aus 4 verschiedenen Bundesländern die Leute zusammenkommen. Das hat leider so jetzt nicht geklappt, sondern es ist eine 5-Länder-Sternfahrt geworden. Ja, wir haben auch einen Glimps-Link eingerichtet. Das heißt, wenn jemand Lust hat, uns zu folgen, der Glimps-Link ist unten drin. Ansonsten, er heißt E-Sternfahrt. Einfach mal raufgucken. Denkt bitte dran, wer Glimps benutzt, der teilt ja auch, glaube ich, automatisch seinen eigenen Standort. Das heißt also, damit müsst ihr einverstanden sein. Dann seht ihr aber, von wo aus die Leute alle auf Wittenberg zu düsen und darüber hinaus auch jetzt natürlich passend zu dem Punkt 2, abonniert unseren Kanal, denn wir werden voraussichtlich 1 oder 2 Livestreams morgen von der Sternfahrt machen. Wir haben noch ein paar technische Herausforderungen, was den Mobilfunk betrifft, aber wenn wir die in den Griff bekommen haben, dann werden wir auf jeden Fall Livestreams senden. Wir können aber noch nicht sagen, zu welcher Uhrzeit. Und da ist natürlich ein Abo sehr sinnvoll, weil dann bekommt ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn ihr auch die Glocke geklickt habt, wann wir online sind und wann wir live senden. Tja, und dann noch Punkt 4. Neue Ladetarife beim Berliner Modell. Wir haben es ja schon angekündigt, auch in dem Video hier oben mit dem Stefan zusammen. Es gab ja eine Einigung mit Innogy und dem Berliner Senat. Und einige E-Mobilisten berichteten ja jetzt bereits, dass einige BE-Mobilsäulen immer mal wieder nicht funktionierten. Nach Anruf bei der Hotline konnte man feststellen, die werden gerade auf Kilowattstunden genaue Abrechnung umgestellt. Nun kam eine Pressemitteilung gestern raus am 15.8., dass seit gestern neue Tarife an allen Allego-Ladesäulen des Berliner Modells gelten sollen. Diese Ladetarife sind wie folgt: 39 Cent pro Kilowattstunde AC und 59 Cent pro Kilowattstunde an DC. Zu den, wie rechnet man das ab? Denn der Berliner Senat hat ja keine eigene Ladekarte. Der macht es nach dem Berliner Modell mit sogenannten MSPs, also Mobile Service Provider, wenn ich es richtig übersetzt habe. Und diese sind Plug Surfing, New Motion, ENBW, unter anderem Ladenetz, aber auch Maingau. So, wie Maingau das Problem jetzt löst, dass sie selber vielleicht nur 35 Cent nehmen nach ihren Verträgen, aber 39 Cent an der Berliner Ladeinfrastruktur ja zahlen müssen. Man wusste ja schon immer, dass die halt wahrscheinlich was drauflegen, aber in der Pressemitteilung, die ich hier unten mal verlinke, da steht es auch ganz klar drinne: mit Maingau zahlt man 39 Cent. 39 Cent kann aber Maingau ja von euch nicht verlangen, denn ihr habt ja einen Vertrag mit denen, wo 35 Cent drinne stehen. Dementsprechend wird es auf jeden Fall interessant, wie das da weitergeht. Wir wollten euch nur ganz kurz auf dem Laufenden halten, dass es ab sofort dort neue Ladetarife gibt. Eine zeitliche Beschränkung gibt es mit der Beschilderung auf 4 Stunden zwischen 8 und 18 Uhr und zwischen 18 und 8 Uhr ohne zeitliche Beschränkung. So viel dazu. Eine zeitliche Beschränkung im Ladetarif selber, dass es da eine Zeitkomponente gibt, wurde nicht genannt, also scheint es diese auch nicht zu geben. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich gehe jetzt gleich ins Bettchen, schlafe nochmal ordentlich aus für die Sternfahrt morgen nach Wittenberg. Ich hoffe, viele, viele folgen uns auf Glimps und viele, viele abonnieren noch unseren Kanal, damit ihr informiert seid, wenn wir live gehen, wenn neue Videos kommen, aber auch damit wir einfach, wie gesagt, in Zukunft auch weiterhin sehr, sehr interessante Videos produzieren können. In diesem Sinne, ich bin Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und ich sage Tschüss.